Hallo und herzlich willkommen zurück bei Project Zero 3 Determined. Wir sind mal wieder aus dem Traum rausgeflohen, weil, nun ja, es war wieder alles mir das Mal. Wir gehen mal wieder rein. Da waren wir. Der Altar, wir haben den Altar fotografiert. Das Blöde ist nur, wir sind hier jetzt. Haben wir jetzt wieder resettet alles? Resettet. Resettet. Falsch. Der Altar, müssen wir da irgendwas reintun? Oder warum wurde der uns gezeigt? Ich meine, wir sind ja eh auf der Durchreise. Wir wollen ja mal da rechts hingucken, ob da die Tür jetzt auf ist. What? Der Altar in der Bibliothek. Wirklich? Im ersten Stock des Schilfraumes ist die Bibliothek voll alter Bücher. Auf einem Board stand ein Altar. Dort muss etwas gestanden haben. In das Board standen die Worte geritzt. Bringe da den Weisungsfolianten, geschrieben in der Tinte des Tattoos. Wir müssen da echt was hinstellen. Habe ich irgendwas, was man da hinstellen kann? Kunde. Sieht irgendwas wie das Bild aus? Haben wir da was? Das hier sieht aus, oder? Nee, das Schriftzeichen ist zu lang. Gut, das ist das Einzige, was ich jetzt habe, Ritual der Weisung. Weil wir haben, das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist tatsächlich dieser... Entweder der flackernde Raum oder der von dem großen Ding ist der Raum. Ganz kurz gucken. Ganz kurz gucken. Ja. Das ergibt keinen Sinn, wir müssen wieder zurück. Ich meine, unsere Kerze ist wieder aufgeladen. Schade, dass wir keine auf Tasche haben können, eine Kerze. Mehrere Kerzen. Wer auch am Ende gegen die Tattoo-Priesterin antreten muss, dem werde ich dann mal die Kamera komplett neu machen. Ich habe noch nicht geguckt, wie viele Hilfsmittel haben wir jetzt? 8, sehr gut. Okay, dann gehen wir jetzt eben halt da hin. Ich wollte da eh nochmal hin, weil da ist doch eigentlich auch die Leiter in den Dachboden. Zumindest gab es da mal eine Leiter. Nehmen wir das nicht mal mit. Das war eigentlich auch der Plan, mal zu dieser Leiter zu gehen. Aber die wird ja auf der Karte gar nicht angezeigt, diese Leiter. Hier muss ich lang. Hilfe hoch. Ja gut, wir speichern mal kurz. Wir sind jetzt wieder hier, also nehmen wir wieder Miku ihr Ding. Müsste ich da hier lang? Ganz kurz gucken. Hier. Nee. Das hier die Bibliothek? Die ist eine mit der Dami. Da ist die Bibliothek. Okay, wir lassen uns einfach mal hintreiben. Im Schrankflur ist auf jeden Fall eine Kerze, falls wir uns irgendwie verfransen. Hier konnte man Dinge einsammeln.
Kräutermedizin. So. Vielleicht sind wir hier sogar. Nein, blöde Kerze. Hoch nur eine Kerze. Ach, hör doch auf. Ja, hier ist die Bibliothek. Oder? Ja. Buch der Weisung auf den Bücherständen des Altars. Es gab ein Geräusch, als bewegte sich ein Mechanismus im oberen Stockwerk. Oh nein. Okay, wir sind jetzt auch hier in dem Gang, der gezeigt wurde. Wo ist sie? Hä? Komme ich da irgendwie dran? Kann ich irgendwie rein? Ach, da geht's rein. Oh nein, dann sind wir aber da drin. Das ist gar nicht mehr so gut, oder? Da ist eine Tür. Da glänzt etwas auf dem Boden der Zelle, wo die Frau war. Da ist etwas in den Kimono eingenäht. Spiegel des Verlusts. Auf der Rückseite dieses alten Spiegels ist die Gravur eines Schlangenmusters. Es sieht aus wie das Tattoo. Da liegt ein altes Buch auf der Kleidung, die auf dem Boden der Zelle ausgebreitet liegt. Tätowiertes Tagebuch 1. Vater, Mutter, Bruder. Alle sind auf der anderen Seite. Ich bin ganz allein. Wie damals, als ich nicht mit Kaname mitgehen konnte. Es kam eine Eskorte vom Kuse-Schrein, die geliebten Menschen verloren haben, werden zur Priesterin. Opfern sie ihr Fleisch, retten sie viele mit demselben Leid. Doch ist man Priesterin und trägt den Schmerz der Stechpalme in sich, so bleibt man für immer im Schrein. Alle aus dem Dorf sind verschwunden, Vater, Mutter, mein Bruder, alle. Ich bin die einzige Überlebende, es ist nichts mehr da für mich. Wenn es so sein soll, dass ich sie niemals wieder sehe, dann will ich den ewigen Schlaf. Ich rette andere mit demselben Leben. Super. Ein Mann namens Kaname. Ein Tagebuch lag im Gefängnis, in dem die Schreinmaid eingesperrt war. Darin standen ihre Gedanken und Gefühle. Der Name Kaname stand darin. Name des Bruders im Tagebuch von dem Mädchen als Schreinmaid war auch Kaname. Kam er, um sie zu sehen? Ging er in den Schrein hinein? Die Tür geht ja echt auf. Das ist die andere Tür. Jetzt müssen wir wieder zu dem Dings zurück. Ja, jetzt sind wir bei der Kimono-Frau. Aber da gibt's doch gar keinen... Wo ist denn der Spiegel? Ach, warte mal, den Spiegel müssen wir doch bei... Amane. Why? Ich weiß, wo wir den Spiegel einsetzen müssen. Ich muss nur kurz mich orientieren. Der Spiegel muss zurück hier. Falsche Richtung. Hier. 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 Hier muss er hin. Und wo sind wir jetzt? Wo dongeln wir schon wieder rum?
Warte mal, Bücherlager. Wo bin ich? Da bin ich. Dann komme ich dahin, dahin ist das Schnellste. Das ist eigentlich der schnellste Weg. Okay, hier. Ich würde sagen, wir nehmen die mal mit hier. Okay, ja, stimmt. Wir müssen den Spiegel da einsetzen. Jetzt sind wir wieder auf dem Pfad. Okay, war nicht das perfekte Bild, aber es hat gereicht. Oh nein. Schon wieder irgendwas Rotes. Okay. Gut, Spiegel einsetzen. Ich erinnere mich noch genau, wie wir diese Tür hier nie aufgekriegt haben. Oh. Das ist so ein mächtiges Bild irgendwie. Das ist so... Nichts weiß nichts Gutes. Hallo? Jetzt konnte ich gerade gar nicht. Hä? Da bin ich doof oder was? Schließe die Kammer der Thorns? Ich kenne nur Catherine Thorn. Also mir hat sie jetzt gesagt, ich soll die Kammer der Catherine Thorns zumachen. Hier lag doch so ziemlich was. Ach, hör doch auf, blöde Kerze, ich hasse dich. Nur ganz kurz, bevor wir das da hinstellen. Nein. Steinbrett, okay.
Am Altar sind Kohlebecken und andere Gegenstände esoterischer buddhistischer Rituale angeordnet. In der Mitte steht ein Sockel, der dazu dient, eine runde Platte zu tragen. Darauf befindet sich eine kleine Gravur. Bring den Spiegel. Stelle den Spiegel des Verlusts auf den Sockel. Es gab ein Geräusch hinten bei der Bambuswand. Anscheinend ist der Mechanismus, der den Wandschirm hielt, gelöst worden. Innerhalb der Wandschirme liegt der nackte Fels unter dem Boden frei. Das Steinbett in der Mitte wurde scheinbar direkt aus dem Fels gehauen. Bei genauerer Betrachtung des Steinbetts erkenne ich Spuren von roter und purpurner Tinte. Hier fand wohl eine Tätowierungszeremonie statt. Oh oh. Warum darf ich hier speichern? Das ist aber gar nicht gut. Abgrund. So gefährlich hier. Also. Muss das sein? Da unten liegt eine. Ah, ich kann nicht hin. Hey, wo ist sie denn? Sieht sie von hier nicht. Okay. You can't escape, Amane. You'll never escape from here. The master is. War es aber zu dritt? Ja, ich bin hört. Wow.
so kacke. Irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt hat sie wieder nicht fotografiert. Wow. Boah, ist das lästig. Diese Kackkinder, ey. Gesagt, ja. Oh Mann, ey. Mal weg. Oh, ihr scheiß Belger, ey. So, ein Viech ist noch da. Hier wenigstens noch irgendwas? Nee. Wo sind wir? Grund. Nein, es ist aus. Durfte ich nicht. Brother? Mafuyu. Don't go. That way. Any further. I'm sorry.
I'll go there. With you. Ich durfte nicht speichern, ist voll gemein. Hätte ich hochgemusst zum Speichern. Oh Gott, ein Glück. Miku? Okay, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und wir werden das nächste Mal nach Miku gucken. Tschüss.